wieder so parteiinterne Streitigkeiten öffentlich macht, dann wird das ganz schnell wieder rückwärts. Und ich hoffe, dass ihr das, oder habt ihr einen Plan, oder gibt es da Gespräche parteiintern, dass sowas nicht mehr passiert wie mit der Tendi und so weiter. Und wenn sowas passiert, dass es auch dann parteiintern abgehandelt wird und nicht an die Öffentlichkeit, die Presse, zerreißt euch da. Das ist ja ganz klar. Also dazu grundsätzlich was zu sagen. Ich bin jetzt seit 4 Jahren in der AfD, von Anfang an, und habe die Partei auch von Anfang an sehr, sehr intensiv mit beobachtet. Und die Partei ist tatsächlich einem immer treu geblieben, und das sind ihre Werte und ihre Ideale und ihre politischen Vorstellungen. Und sie hat immer wieder in der Vergangenheit, wenn man sich anschaut, Thema Lucke, Thema Petri, da gab es dann einen gewissen Personalwechsel, aber die inhaltliche Linie dieser Partei ist immer sehr klar. Und das ist auch das, was wir im Bundestag jetzt momentan auch massiv vorantreiben und wo auch jeder von den 92 Abgeordneten sich definitiv drin findet, das ist das Thema Sachpolitik. Wir haben alle die gleichen inhaltlichen Ziele und die gleichen inhaltlichen Vorstellungen und ich erlebe momentan eine sehr, sehr große Geschlossenheit in der Partei, in der Fraktion, weil die Leute alle sagen, wir wollen jetzt wirklich diese Inhalte endlich umgesetzt haben, wo der eine vielleicht mehr Schwerpunkt hat zu sagen, das Euro-Thema ist wichtiger, der nächste sagt, das Thema Migration ist wichtiger, der nächste sagt, das Thema in Bezug auf die ganzen sozialen Brennpunkte ist wichtiger. Da hat jeder seine unterschiedlichen Schwerpunkte. Aber inhaltlich sind wir uns alle einig bei den Themen, die angegangen werden müssen tatsächlich. Und das ist das, was uns zu einer großen Einigkeit verhilft und was, glaube ich, auch dazu führen wird, dass es sowas wie den Fall Petri in der Zukunft voraussichtlich nicht mehr gibt. Oder wenn es den gibt, dass es vielleicht ein Einzelner ist, der aus irgendwelchen persönlichen Befindlichkeiten irgendwo irgendein Problem haben mag, wenn ein Einzelfall, aber dass es da jetzt irgendwelche größeren Absetzbewegungen oder sonst was geben wird, wird ziemlich sicherlich nicht der Fall sein, weil wir gerade alle erleben, und das war ja auch das Erlebnis der konstituierenden Sitzung, das wird auch weiter so gehen, wir können die anderen jagen. Und sie werden auch gejagt werden. Und keiner dieser 92 Abgeordneten hat in irgendeiner Weise Lust auf eine Politik, die jetzt von Jamaika oder von einer neuen großen Koalition oder sonst was vorangetrieben wird. Und das ist was, was uns deutlich zusammenschmeißt. Ja. Dem kann ich mich ja nicht nur anflechten, zu sagen, dass die Personen kommen und gehen, aber die AfD mit ihren Inhalten bleiben wird. So.